Hörerin muss ich nicht vorstellen, denn sie war schon mal hier. Vor 5 Jahren. Heute nochmal dabei. Vielleicht einfach, weil sie so toll ist. Katharina Gschwendtner ist ein Tausendsasser sozusagen. Sie illustriert nicht nur, sie macht auch Kunst. Sie arbeitet mit Porzellan, sie arbeitet mit Hinterglasmalerei. Sie hat gerade, und das ist ganz wichtig, und deswegen fange ich das mal an, kurz mal Stifte raus und Zettel. Gestern ist eine Ausstellung in Nürnberg in der Kreisgalerie eröffnet worden. Die Ausstellung heißt Chippendales, in der sie Zeichnungen, Malerei, Narration und Porzellan zeigt. Die Ausstellung läuft noch bis zum 6.4., also einen Monat Zeit, nach Nürnberg zu fahren, sich diese Ausstellung anzuschauen. Dann kann man die Originale sehen. Glaubt mir, das ist nochmal ein Unterschied zu den hier gleich digital präsentierten Arbeiten. Sie ist neben ihrer künstlerischen und illustrativen Arbeit auch Mitherausgeberin und Initiatorin des tollen Spring-Magazins aus Hamburg, das vielleicht eines Tages auch auf dieser Editorial-Konferenz sich mal komplett vorstellen sollte. Da sind Zeichnerinnen einmal im Jahr dabei, ein kleines Büchlein herauszubringen zu einem speziellen Thema. Und das ist natürlich ein Networking, das ist aber auch ein Experimentierfeld und das ist vor allem auch ein Austausch dieser Künstlerinnen untereinander. Vielleicht erzählt sie heute Abend was darüber. Auf jeden Fall zeigt sie uns ein paar ganz tolle Arbeiten. Begrüßt mit mir Katharina Gschwendtner aus Hamburg. Sagen muss ich jetzt ja nichts mehr. Ich bin Zeichnerin im Tagebau. Der gigantische unterirdische See wird nur angekratzt. Schon pulsieren die tiefschwarzen Linien an die Oberfläche. Sie strömen wie Lakritzschlangen in alle Richtungen und ich staune über ihre Kraft und ihre Schönheit. Mein Lieblingsauftraggeber zurzeit oder seit 3 Jahren ist das Schauspielhaus Düsseldorf, kurz D-Haus. Mit dem jungen Schauspiel und der Bürgerbühne. Für jede Spielzeit darf ich das Poster mit sämtlichen Stücken der neuen Inszenierung illustrieren. Hier sehen wir, ich darf mich nicht umdrehen, weil sonst hört man nichts, habe ich gemerkt. Hier sehen wir William Shakespeare, Ziggy Stardust, Mackie Messer, die bewaffnete Freiheitsstatue und auch Bezüge zur Stadt Düsseldorf, wie zum Beispiel die berühmten wilden grünen Papageien. Das neue Erscheinungsbild schuf Johannes Erler, der meine Illustration als feste beständige Größe installiert hat. Und natürlich der freie Umgang mit so vielschichtigen Themen wie jedes Stück. Hier die Geschichte des Pferdehändlers Michael Kohlhaas ist für mich natürlich das totale Illustratorenparadies. Zu jeder Inszenierung gibt es einen Flyer. Hier sehen wir das Käthchen von Heilbronn, schlafend und träumend. Erkennen sich Käthchen und ihr Retter gegenseitig oder den grausamen Caligula, grausam, doch erst durch den Schmerz der Trennung von seiner Geliebten und seiner Schwester. Aus dem gebrochenen Herzen wächst die rote Krawatte, die zur wild gewordenen tödlichen Waffe wird. Und rote Krawatte ist natürlich ein super Symbol und auch gerade ganz up to date. Ich liebe die Assoziationskette, die um das zentrale Motiv wächst. So kann ich als Illustratorin eine weitere Raum- und Zeitebene öffnen, die über die reelle Darstellung hinausreicht. Für Brand 1 entstand eine Reihe an Illustrationen über das Leben auf der AIDA. Sonnendeck. Niemals wäre ich zum Beispiel auch von selbst auf das Thema Sexting gekommen, dass es ein Trend ist, Fotos zu verschicken, auch gerne ungefragt. Und für mich als Illustratorin ist es einfach eine sportliche Disziplin. Es macht mir unglaublich Spaß, gerade komische Themen zu illustrieren, für die Fotos ungeeignet sind. Eine Frage beschäftigt mich immer wieder. Ich kann mich einfach nicht entscheiden, schwarz-weiß oder farbig, puristisch oder polarisierend. Und jetzt sehe ich was.
Raban hat erst gesagt, wir haben genau 7 Minuten Zeit und ich bin natürlich perfekt bei 7 Minuten gewesen. Vorhin hieß es 10 Minuten und jetzt möchte ich mir nicht nehmen lassen, einfach mal ganz kurz den Blitz-Ted zu starten, weil ich mich immer nicht entscheiden kann. Vielleicht gibt es ja eine Präferenz, schwarz-weiß, Farbe, wer ist für schwarz-weiß? Danke, ist eindeutig. Okay, das werde ich nach Düsseldorf weitergeben. Danke. Silhouetten sind natürlich dann eine gute Lösung, wenn man Gewicht braucht und eine Fernwirkung braucht. Und wie hier, das ist eine Illustration für die Süddeutsche Zeitung, da geht es um Depressionen. Ein totaler Dauerbrenner auf meiner Auftragsliste. Depressionen sind ein ganz großes Thema. Und ja, so schaffe ich Schwere als mit meiner Illustration. Hier sehen wir eine Postergestaltung vom Anfachen Award, vom aktuellen. Das Thema war Toleranz. Und Toleranz stelle ich hier durch die Möglichkeit dar, den Blickwinkel ändern zu können. Es ist ein Wendeposter auch. Und jeder aus der Gesellschaft hat die Möglichkeit, den Blickwinkel und die Perspektive zu wechseln. Mit dem Poster war ich dann auch unter den Gewinnern des Awards. Ja, seit Jahren zeichne ich für die Brigitte die Kolumne Problemzone. Hier ging es um die Frage, wie schaufle ich den verschütteten Humor wieder frei? Das war das Thema. Unter der Last des Alltags deckt sich das immer wieder zu. Und wie schaffe ich das, dem am Leben zu erhalten? Und so erfand ich die Frau mit der Schaufel. Und so wie oft die Kunstinspiration für die Illustration ist, so kam es bei mir hier umgekehrt. Irgendwie dachte ich mir, Frau mit Schaufel, da ist noch eine Menge Musik drin. Die Schaufel als Attribut der heiligen Helden der Arbeit, von der Schippengeburt unten zum Schippenpapst. Sind wir nicht alle ständig nur am Schippen? Fromm schippen wir die To-Do-Listen von links nach rechts. Der süße Brei aus dem Märchen, völlig entfesselt, quillt und wir müssen schippen ums Überleben. So ist es, glaube ich. Es entstand ein Berg von Schippenzeichnungen, den Chippendales. Name der Ausstellung, gerade wurde es erwähnt. Und auch Motive zum Thema Arbeit, zwischen wer hat mir auf den Kopf gemacht und Ellenbogen ausfahren. Gestern, hat Raban schon gesagt, wurde die Ausstellung Chippendales eröffnet und so musste natürlich auch diese euphorische Kopflosigkeit an die Wand. Vielen Dank noch meinem Mann, die mir geholfen hat beim Malen, die Unerschrockene. Und zu sehen sind dort eben auch Gemälde, aber in dem Zusammenhang werde ich da nicht drauf eingehen. Auf jeden Fall kamen die Chippendales an die Wand und das war für mich auch eine schöne Erfahrung, ist auch in den letzten Tagen passiert. Erst quasi auch ganz aktuell, der Journalist Peter Lau, der sonst für Brand 1 schreibt, hat die Zeichnung in eine Reihenfolge gebracht und meinte, er schreibt mal was dazu. Und er hat dann einen Wilhelm Busch-artigen Text verfasst, der heißt Die Frau im Beruf, eine erbauliche Moritat. Heute ist der Weltfrauentag. Yay! Genau, das ist eben vor wenigen Tagen passiert und kam jetzt auch an die Wand. Und wiederum entstand so jetzt ein Beitrag für das neue Spring-Magazin, das zufälligerweise auch den Titel Arbeit trägt. Genau, Spring. Spring ist auch ein sehr wichtiger Teil meiner Arbeit. Seit 2004 bin ich Mitherausgeberin von Spring, einem Magazin für Bilderzählung. Jährlich entsteht eine Ausgabe zu einem bestimmten Thema, auf das wir uns eben gemeinsam als Gruppe einigen. In dem Format können wir die Möglichkeiten der Bilderzählung für uns ausreizen, ob nun, wie hier zu sehen, eine seitenlange Assoziationskette oder ob ich Monumentales zeichne, wie die biblische Erschaffung des Menschen. Hier wird Adam frisch gekneteter Atem eingehaucht. Wir können auch Albernes bringen, eine Ausgabe hieß ABC of Tragedy und da brauchten wir natürlich alphabetische Trennseiten für das Lexikon. Also ich kann hier Quatsch machen, der sonst vielleicht nicht gedruckt wird. Oder auch in diesem Rahmen Dinge zeigen, Intimes, wie
die Geschichte über das unverzeihliche Scheitern als kindliche Haustierbesitzerin, eine Geschichte über Scham und Todesursachen von Hase, Maus, Wellensittich, Schildkröte und dem wiederkehrenden Traum vom vergessenen, im Keller vergessenen blinden, dreibeinigen Pferd, das mich anklagt. So eine Geschichte kann ich nur in Spring zeichnen. Typo-Experimente, wie hier die Illustration im Heft namens Familiensilber, Mom and I. Oder auch Plakatgestaltung. Eine Ausgabe war in Schuber, in dem wir Poster veröffentlicht haben. Und es ist auch nach wie vor nicht klar, dass Spring bei diesem Magazinformat bleibt. Da gibt es so verschiedene Lager. Ich gehöre zu dem Lager, die sagt, lass uns was ganz anderes machen. Vielleicht eine Theaterinszenierung oder ein Film oder so. Das wird sich weiterentwickeln. Uns gibt es ja schließlich schon seit 2004. Ja, Spring ist auch, und das ist mindestens genauso wichtig, eine Gruppe von sehr talentierten, sehr unterschiedlichen, interessanten Zeichnerinnen, inzwischen auch Freundinnen. Wir bestehen aus einem harten Kern und jedes Jahr kommen auch neue junge Illustratorinnen dazu, die wir einladen. Wir bekommen auch Bewerbungen natürlich und die dann vielleicht Mitglied werden. Und jedes Jahr stellen wir gemeinsam aus, das neue Heft. Wir betreiben unkonventionelle, lustvolle Selbstausbeutung. Wir rücken Schönheit in ein neues Licht. Das war eine Frage, eine Anfrage. Wir machen Zeichenperformances, also all den schönen Quatsch, den man irgendwann vielleicht vergessen könnte zu machen. Das war hier im Kunsthaus in Hamburg. Spring wird mittlerweile auch vom Goethe-Institut reich angefragt und eingeladen. Hier wurden wir nach Indien eingeladen zu einem Workshop und daraus entstand dann im folgenden Jahr eine Zusammenarbeit mit indischen Zeichnerinnen und das neue Heft Elephant in the Room. Wir machen so schöne Dinge wie gemeinsame Studienreisen, zeichnen und vor allem sprechen über unsere Arbeiten. Ich denke, das ist das Allerwichtigste für mich persönlich. Klar veröffentlichen wir gern, aber es ist einfach wirklich Jahre nach dem Studienabschluss wichtig, dass wir uns wirklich gegenseitig ernsthaft fragen und auch wirklich engagiert Feedback geben. Ja, das Kollektiv Spring ist wohl für uns alle ein Forschungsbereich, auch was die Organisation angeht. Seit 2004 haben wir eine lange Entwicklung durchgemacht von Basisdemokratie und Anarchie bis Ämtervergabe. Wir haben einen ganzen Staat entwickelt. Also wir haben im Zeitraffer quasi ein Imperium gegründet, über das es sehr viel zu erzählen gibt. Aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Ja, jetzt möchte ich, dass das sich bewegt. Ich habe hier meine erste GIF-Animation. Und die soll sich jetzt... Ja! es sind immer zwei Seiten, die Balance brauchen. Zwei Seiten. Auftrag und Eigeninitiative, Abgründiges und Pflegeleichtes, Linie und Farbe, Machen und Posten. Vielen Dank. Ganz toll. Wunderbar. Vielleicht kommen die beiden anderen auch noch mal mit auf die Bühne. So, dass wir hier zusammen noch einen kleinen Moment stehen können. Einmal mehr, es ist schön, mit welcher Lust und Freude dort gearbeitet wird und neue Ideen gebracht werden. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch dreien bedanken und bei dir bedanken für die Auswahl und das Engagement einmal mehr. Ich habe tatsächlich, wir müssten dann jeweils ans Mikrofon wieder gehen, aber ich habe tatsächlich noch eine Frage. Und die bereitet ein Stück weit auch den nächsten kleinen Einschub vor. Wie ist das eigentlich? Bei zweien von euch kam Trump vor. Wie ist das eigentlich, wenn es so eine überragende, illustrativ interessante Figur gibt, comichaft fast? Wie kann man da eigentlich noch was anderes machen? Dort. Ich darf dich an. Ich bin nie nach dieser Thematik gefragt worden. Ich werde immer zu anderen Themen gefragt, aber ich baue ihn einfach ein. Du baust ihn einfach ein? Ja. Okay.
also deine Frisur war ja nun wirklich, also als Schornstein, hör mir auf. Es hat einen Moment gedauert. Ja, ich habe ihn bis jetzt nur einmal eingebaut und ich muss mich zurückhalten, ihn nicht ständig zu verwenden. Ich finde, das ist so eine Steilvorlage, das ist phänomenal, also allein die Frisur. Ich finde aber, dass Edel Rodriguez, der diese ganzen Spiegelcover macht, da auch und in Amerika, denke ich, lebt und als kubanischstämmiger Illustrator seine ganze Wut da niederzeichnet. Ich finde, dass der das für uns auch alle schon ganz gut in die Hand genommen hat. Wie geht es dir? Brauchen mich nicht dafür noch. Also, geht es dir damit? Ist schwierig auf jeden Fall, weil es eben so eine Steilvorlage ist, aber es geht schon noch immer krasser. Okay, das ist ein gutes Ende. Vielen, vielen Dank euch. Vielen Dank, Raban. Ich habe diese Frage natürlich nicht aus Versehen gestellt, sondern sie bereitet den nächsten kleinen Zwischenschritt vor. Eine kleine Überraschung, die im Programm angekündigt ist, ohne dass wir sie näher ausgeführt haben. Vorhin war Horst noch weit weg.